Hallo, heute wollte ich Ihnen zeigen, wie man eine Pfaff-Synchrotronic 1229, wie man die bedient. Wir fangen an mit Aufspulen, Einfädeln und Nähmaschine vorbereiten vor Start. Also fangen wir an. So sieht die Nähmaschine. Und einfädeln bei dieser Nähmaschine geht erstmal von hinten. Da befindet sich dieser Teil, sehen Sie? Das ist Garnhalter und er kann hier vorne stehen zum Aufspulen oder hinten zum Einfädeln. Wir fangen an mit Aufspulen. Aufspulen kann man auf zwei verschiedene Arten machen, also einmal von hier. So, Garn drauf, dann hier durch diese Teil und dann hier um diese hier. Ich bewege jetzt ein bisschen Kamera. So, dann hier um diese Metallteil einmal wickeln und zum hier aufspulen. Dann braucht man eine Spule. Durch diese Spule kann man hier durch dieses kleine Loch kann man hier so, wenn man trifft, dadurch schiebt man Garn. Dann drauf machen. Das muss auch hier eine, es gibt eine Metall. Hier drinnen gibt es eine Metall. Das muss richtig sitzen hier. Ganz, ganz klein. Und dann draufsetzen. Also das muss. Es dreht sich. So. Garn kann man so wickeln. Auch. Geht auch. Ein paar Mal rundum wickeln. Aber wieder aufpassen, dass das sitzt. Na. So. Hier hinten haben wir zum Nähfuß oben oder unten machen, aber dieser Nähfuß oder dieser Hebel vor Nähfuß hat vier Richtungen, also vier verschiedene Tätigkeiten, sagen wir so. Einmal nach oben, wenn man nach oben drückt, so, das ist gerade und dann hat das verriegelt. Dann, wenn man nach unten, das ist jetzt nur die Nähfuß aufgehoben. Nach unten, Nähfuß ist unten. Und wenn man jetzt, sehen Sie, dann die Nadel geht hoch. Also ein Nadel geht hoch, zweite Nadel hochschieben. Und dann hier wird verschlüsselt oder nähen. Wie verriegelt. Und noch dazu, wenn das so steht, hinten, also vorne, sehen Sie, vorne blinkt jetzt zum Aufspulen. Also jetzt kann man aufspulen. Man drückt jetzt auf die Nähfuß unten, also, und dann wird aufgespult. Sehen Sie? Okay, wenn das fertig ist, dann schiebt man hier diese Hebel zurück. Das macht man ab. Ist bisschen so, ist nicht einfach wie bei ganz normal.
Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man die Nähmaschine einfädelt. Jetzt haben wir diese Teil nach hinten gebracht und jetzt nimmt man Garn und ich zeige, es muss immer wieder abbrechen, weil ich muss die Kamera immer drehen. Also jetzt hier durch diesen Metallteil, dann hier rundum, hier nach vorne und jetzt kommen wir wieder zu vorne. Also jetzt haben wir hier unser Garn nach unten um diese Metall hier, dann oben um die Metall, dann hier wieder um diese Metall, über die Nadel. So, und jetzt diese Nähmaschine hat auch eine Fädelhilfe. Die Nadel muss die höchste Position. Und jetzt muss ich diese Hebel. So, okay. Jetzt blinkt, aber eigentlich sollte nicht blinken. Nadel soll die höchste Position sein. Hebel nach unten. So. Um diese wickeln und dann ist eingefädelt. So. Was jetzt machen wir unten weiter. Wir haben eine Spule und Garn ist von rechter Seite reinschieben, hier zwischendurch klick reinschieben, also muss richtig sitzen, Garn reintun, zumachen und jetzt wieder holt man an. So, okay, holt man Garn von unten nach hinten und die Nähmaschine ist startbereit. So fädelt man und einspult Synchrotronic 1229. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.